Hier fehlen noch Teile. Was ist denn hier? Ah, Chimken. Brava, Chim. Ach, da ist ja auch unser Onkel, ne? So, das nehmen wir einfach mal mit. Und die Blechstange nehmen wir auch mit. Vielleicht treffen wir ja noch Gordon Freeman, dann können wir ihm die Blechstange wieder zurückgeben. So, natürlich geht das so schnell. Mit einer Brechstange eine Holzkiste aufbrechen. I see what you did there. Okay, ein... Nee, doch, ein. Super. Und den zweiten? Zweiter hängt hier. I'll never help you. Are you sure? I'm not afraid of you. I think I know who's hiding behind the iron mask. I knew it was you. It wasn't enough for you to steal my great invention and use it for evil. Now you want me to create something that will enslave the entire world? It won't happen. You have until the morning light, and if you still haven't made up your mind, I'll have to become more persuasive. The man behind the Iron Mask, the Iron Lord, is Irfin. He was my apprentice. Ages ago, long before you were born, a wonderful crystal with magical powers came into my hands. I created my first robot, Jim, using that crystal. Unfortunately, I couldn't find any more crystals like it, so I decided to try to create them artificially. With Irfin's help, I was able to construct a machine that could synthesize these crystals. The next day, Irfin disappeared, along with my machine and all my drawings. A year later, he returned as the Iron Lord with a mechanical army. You've got to sneak into his laboratory and destroy my invention to deprive Irfin of the only source of his power, his army. Okay, das war jetzt ein bisschen viel Information auf einmal. Also, einigermaßen zusammengefasst kam der Iron Lord und hat ihn ja gefragt, ob er ihm helfen will. Ob er sich's anders überlegt hat, nochmal über das Angebot nachgedacht hat, und unser Onkel will ihm natürlich nicht helfen, die gesamte Welt zu versklaven. Und er weiß oder vermutet auch sehr stark, wer unter der Maske steckt. Nämlich Irfin, ein Geselle von unserem Onkel, mit dem zusammen unser Onkel eine Maschine erfunden hat, mit der er künstlich Kristalle herstellen kann, die in Roboter eingebaut werden und mit dem einzigen Kristall, der so in der Natur vorgekommen ist, der also nicht künstlich war, hat er Jim gebaut. Danach hat es eben keine mehr gegeben und er war gezwungen, künstlich welche herzustellen. Deswegen diese Maschine. Und als sie die dann erfunden haben, war am nächsten Tag Irfin mitsamt der Maschine und den Zeichnungen unseres Onkels verschwunden. Ein Jahr später ist er wiedergekommen als der Iron Lord. Wir bekommen den Blasebalg. Ja, und will jetzt die gesamte Welt unterwerfen. Der Geselle ist ein übler Geselle. Und auf jeden Fall müssen wir die Erfindung unseres Onkels zerstören, um den Iron Lord aufzuhalten. So, du pumpst jetzt das Giftgas raus. Achso, ne, jetzt natürlich erst. Hä? Ich dachte, es pumpt das Giftgas raus. Mach doch auf. Achso, einfach oben blockieren. Alles klar. Hey, ich will aber die Blechstange wieder. Die gehört Gordon Freeman. So ein mieser Dieb. Ich bin in den persönlichen Kammern des Iron Lords. Ich
muss sehr vorsichtig sein. Guck mal, hier ist die Rüstung. Aber jetzt mal im Ernst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier entweder Menschen gibt, die sehr klein sind, oder aber das passt alles nicht in eine Dimension, weil guck dir das mal an. Das hier ist eine normal große Rüstung und das hier ist der Sitz. Der ist hier vorne drin. Eine sehr wichtige Kontrolleinheit wurde hier entfernt. Die Rüstung funktioniert nicht ohne sie. Okay. Und wieder mal ein Uhrenschlüssel. Was ist denn hier? Ein spezieller Key, einen speziellen Schlüssel brauchen wir. Vielleicht können wir hier den Uhrenschlüssel einsetzen. Ja, und jetzt? Einfach mal einmal rumdrehen. Das ist ja irgendwo richtig. Ne, wir müssen also wahrscheinlich irgendwo noch eine Uhrzeit finden. 6:40 Dinner. Halt, 6:40. Hier. Aha. Champagner? Sonst nichts mehr. Komm, legen wir ihm eine Feder rein. Ein Feuerchen. Vorsichtig, diese Kohlen sind heiß. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon fast gedacht. Der Iron Lord duscht sich gerade. Ich muss leise sein, damit er mich nicht hört. Ich kann den Button nicht erreichen. Ich muss einen Weg finden, ihn zu drücken. Also hier den roten. Was steht denn hier Neues drin? Okay. Wir sind also in die Kammer gekommen. Müssen jetzt einen Weg finden, unseren Onkel zu befreien. Hier ist nur wieder das. Was können wir denn mit Champagner? Ah, wir können auch hochgehen. Ah, okay. Da draußen ist also eine Wache, die wir loswerden müssen. Was bist du denn? Ich brauche einen Schalter mit drei so Dingsies, wo man es reinschicken kann. Ich könnte die Wache durch diesen Schlitz hier neutralisieren. Ach, guck mal. Lunch Schedule. Okay, hier geht die Tür wahrscheinlich auf. Dann wollen wir jetzt doch mal unten. Ach so, hier. I need to wipe it off. Hä? Natürlich passt es. Und hier fehlt was in der Mitte. Du willst mich doch fahren. Na, weißt du schon. Feder, Champagner und das Ding, das hier rein muss, aber nicht hier rein geht. Stellen? Nee. Schauen wir noch mal raus. Nee, hier ist ja nichts mehr. Hier denke ich mal auch nicht. Hier ist nur noch unser Onkel. Also muss ich alles hier drin abspielen. Ach ja, das ist das Buch.
Hier unten ist nur wieder der Schlitz. Ich sehe jetzt hier irgendwie gerade, entweder ich übersehe was oder... Hier ist nur das Buch, hier ist nur die Rüstung. Schon wieder auf Tipp klicken. Aber ich fürchte, ich muss. Hier draußen ist auch nichts mehr, oder? Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? The man behind the iron mask. Ja. Nicht nochmal dasselbe erzählen, bitte. Nee, ich hab. Ich hab doch jetzt alles abgesucht. Fehlt hier vielleicht das Ding hier? Nee. Nee, komm. Hier müssen wir... Das sagt nicht mit der Feder oder mit dem Champagner. Natürlich... Alter. Ernsthaft. Mit dem Champagner, den wir geschüttelt haben. Ist ja klar, dass ich nicht auf so eine Idee komme. So, mit dem Schwamm können wir das hier abwischen. 8.45 Uhr, können wir das hier jetzt vielleicht gleich reinnehmen? Jawohl. 8.45 Uhr machen wir jetzt... Ne, wir machen jetzt zuerst das 1 Uhr... 130? 135? Das habe ich nicht gemerkt. Also 8.45 Uhr... Scheiße, was war's denn jetzt? 8.45 Uhr, 1.25 Uhr. 1.25 Uhr. Jawohl, eine Gabel nehmen wir auch gleich mit. Ah, das ist wahrscheinlich der Hebel mit den drei Spitzen. Und 8.45 Uhr. Eine Bananenschale. Können wir die hier vielleicht hier hinlegen? Irgendwie, irgendwo. Naja, wir setzen jetzt hier auf jeden Fall erstmal hier die Gabel ein, die jetzt auf einmal voll riesig ist. Und hä? Guide the red to the remote control by arranging the yellow and black directional blocks on the game board. Click the red to move. The colored holes close when the red passes over the button with the corresponding color. Also wir müssen die Ratte irgendwie ans andere Ende lenken. Und die farbigen Löcher schließen sich, wenn die Ratte über ein Loch mit der entsprechenden Farbe läuft. So, jetzt schauen wir erstmal hier so. Ist irgendwie schlecht. Wenn sie so läuft. Können wir eigentlich... Achso, die Maus können wir einfach so bewegen. Achso, okay, und sie darf auch nicht irgendwo in die Seite reinlaufen. Heißt also, wir müssen sie wahrscheinlich hier irgendwie runterschicken. Dann hier so hoch und hier so... das mache ich einfach gleich. Hier runter, dann nach rechts, nach unten, nach links. Ich fürchte, wir haben nicht genug Teile. Hier, dann wieder nach links. Dann nach oben, nach links, nach unten und wieder nach links. Doch, wir haben genau genügend Teile. Jetzt hoffe ich nur, dass ich alles richtig gemacht habe. Ansonsten haben wir jetzt gleich ein Problem. So, passt. Wir haben eine mechanische Ratte und eine Fernbedienung.